Metropolen wie Berlin wachsen und mit ihnen die Anforderungen an die Mobilität. Hochtief hat in Berlin eine ganze Reihe von U-Bahnen und Tunneln realisiert. Wir befinden uns hier am Brandenburger Tor, wo Hochtief die U-Bahn-Station, die sich gerade unter uns befindet, gebaut hat. Im Rahmen der sogenannten Kanzlerlinie. Beim Bau der U55 waren die besonderen Herausforderungen natürlich die exponierte Lage im Rahmen oder hier nah am Brandenburger Tor und am Hotel Adlon. Technisch gesehen, wie immer im innerstädtischen U-Bahn-Bau, beengte Platzverhältnisse. Es dürfen keine Setzungen entstehen an den Gebäuden, die rundherum sind. Und in dem Fall war es im Rahmen einer Vereisung, das Grundwasser zu bändigen, das hier in Berlin im sandigen Boden immer besonders problematisch ist. Bei der Vereisung nutzt man das anstehende Grundwasser, das man dann, wie der Name schon sagt, vereist. Durch Einleitung von Kälteenergie entsteht ein geschlossener Frostkörper, der dafür sorgt, dass keine Grundwasserströmung oder kein anstehendes Grundwasser in Tunnelbau oder in den Tunnel eindringen kann. Vor allem nach der Wiedervereinigung benötigte und ermöglichte Berlin eine neue Infrastruktur, wie etwa hier am Potsdamer Platz. Oftmals arbeiten wir mit großen Tunnelbohrmaschinen, die in der Regel speziell für ein Projekt entwickelt und gebaut werden. Ein weiteres Großprojekt war der 3,5 Kilometer lange Fernbahntunnel vom nördlichen Moabit bis ins südliche Kreuzberg. Dabei unterquert er viergleisig den großen Tiergarten.